Hey, moin moin, fröhliche Fußballfreunde. Ich melde mich zum Mittagsspiel von Akaoma gegen War auf Diablo. Das sind unsere Gegner heute. Wir gucken uns schnell die Tabelle an und dann wissen wir auch schon, wie die Einzelmannschaften stehen. Wir haben es ja gestern auf Platz 4 geschafft. Wir denken, dass wir den Vorsprung zur Nachtwind ausbauen können. Vielleicht bleiben sie aber auch dran. Wir hoffen mal und werden sehen, wie es aussieht. War auf Diablo ist 5 Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Ich denke, sie können den. Ja, werden dem jetzt ein bisschen näher kommen, aber wer weiß das schon alles. Im Fußball ist ja bekanntlich alles möglich. Wir gucken uns schnell den Gegner an. Spielen anscheinend eine 4-4-2-Taktik. Ne, 3-5-2-Taktik sogar, oh mein Gott. Beide Stürmer. Der erste Stürmer ist relativ okay, der andere schwächelt leider ein wenig. Das einzige Problem wird da starke Torwart sein. Wir klicken schnell rauf. 283 als Torwart, ey, das ist schon echt bösartig, fast böser Wille. Na, ja, da werden wir mal gucken, ob wir diesen Teufelskerl überwinden können, aber ich glaube an unsere Stürmer. Gucken wir uns noch schnell das Mittelfeld an. Ja, sieht relativ normal aus. Keiner sticht da wirklich hervor. Die Abwehr, was sagt die denn? Ja, also bis auf den Torwart und den einen Stürmer müssen wir uns eigentlich keine Gedanken machen. Der Torwart, der ist echt. Junge, Junge, Junge. Der ist echt schon bösartig. So, wir schauen mal rein. Und da geht es auch schon los. Ernst Eisenhardt ist der Schiedsrichter. Flitzpiepe macht für uns den Anstoß. Legt den Ball vor für mich. Und da geht's auch schon direkt in den Angriff mit einer weiten Flanke, aber ich verziehe die Flanke leider. Hasfratz kann den Ball abfangen und setzt ihn mit einem weiten Pass nach vorne. Da hat Vuk auch schon den Ball aufgenommen, spielt ihn direkt weiter. Daxman müsste den Ball jetzt erhalten, da hat er ihn auch. Und? Ah, und der erste Fehlschlag gegen den starken Torwart von War auf Diablo. Das wird, denke ich mal, der Hauptakteur von den Gegnern heute werden. Flitzpieper hat den Ball abgefangen für uns und schlägt ihn sofort weiter nach vorne. Vuk, unser Starschimmer, hat den Ball und trägt ihn nach vorne, aber verliert ihn auch sofort wieder. War auf Diablo kann durch das ganze Mittelfeld dribbeln, das kann ja wohl nicht sein. Setzt eine Flanke, aber Jamie Fraser hat den Ball abgefangen und trägt ihn wieder in die andere Richtung. Sollte langsam abspielen. Versucht es mit einer Flanke, aber diese wird sofort wieder abgefangen. 27 Minuten sind gespielt und er steht noch 0 zu 0. Aber jetzt packt Vuk sich ein Herz, setzt eine Flanke. Oh, aber auch diese kommt nicht durch. Oh je, oh je. Wir erinnern uns vielleicht an gestern Abend. Da stand es nach 25 Minuten oder so schon 2 zu 1. Das ist hier ein anderes Kaliber. Lesser hat den Ball, schlägt ihn nach vorne. Oh je. War auf Diablo kommt erschreckend nah an den Strafraum und. Ah, sie machen den Führungstreffer. Kurz vor der Halbzeit steht es 1 zu 0 für den Gegner. War auf Diablo. Ernst Eisenhardt musst du noch nicht angreifen. Er pfeift nach dem Anpfiff jetzt erst das zweite Mal und zwar zur Halbzeit. Und jetzt das dritte Mal zum Anstoß und weiter geht's. War auf Diablo, macht den Anstoß. Eine weite Flanke des Gegners. Der Stürmer macht den Treffer zum 2 zu 0. Oh je, oh je. Eigentlich hätte man das Ganze umgekehrt rechnen können, aber leider ist das nicht so. Wir werden regelrecht vorgeführt gerade im Moment. Jamie Fraser kann den Ball klären. Trägt ihn weit nach vorne, wie es scheint. Über die Mittellinie hinaus. 62 Spielminuten sind gespielt. Noch ist alles möglich, aber dafür müsste jetzt langsam mal ein erfolgreicher Angriff kommen. Aber da ist es auch schon wieder vorbei. Oh je. Das ist
heute kein schöner Tag für den Fußball in Ackerauma. Und da ist der 3:0-Treffer. Oh je, oh je. Nach so vielen Siegen, das schmerzt es schon mit anzusehen, dass wir jetzt verlieren. Ich habe den Ball noch mal im Mittelfeld erkämpft. Spiel ihn weit nach vorne. Vielleicht kann ja Wuck noch was reißen, aber naja. Nein, da ist der Ball auch schon wieder abgenommen worden. Wir wissen nicht, mit welchem Einsatz der Gegner ans Spiel gegangen ist. Flitzpiepe mit einer Attacke und sofort ist rot angesagt. Jetzt müssen wir noch mit einem Mann weniger spielen. Oh mein Gott. Der Gegner versucht es immer mit einer weiten Flanke, aber Jamie Fraser kann den Ball abfangen. Versucht zu dribbeln, aber kommt nicht sehr weit. Und hoffentlich ist das Spiel jetzt schnell vorbei. Das war ein trauriges Spiel von unserer Seite aus. Ich will gar nicht gucken. Torchancen 3 zu 1. Ja, Ballbesitz. Klar für den Gegner. Ich glaube, die haben den Einsatz ziemlich hochgeschraubt. Einfach nicht hingucken. Das war einfach nur böse, das Spiel. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Wenn's heißt, moin, moin, liebe Fußballfreunde. Bis denn. Tschüss.